Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Es geht wieder um die Sommeraktion von Genshin Impact, diesmal um einen anderen Teil. Und zwar um die Beitragsaktion für Fanzeichnungen, ein Sommer voller Freude. Hier könnt ihr wieder sehr viel Urgestein gewinnen. Und zwar geht der Aktionszeitraum vom 16. Juni bis 6. Juli. Und herausragende Werke, da gibt es insgesamt 30 Gewinner. 30, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die 500 US-Dollar bekommen. Und Fanartikel zusätzlich im Wert von 150 US-Dollar. Herausragende Werke haben außerdem die Chance, bei der Offline-Aktion zum Sommerfest von Genshin Impact präsentiert zu werden. Außerdem gibt es einen Glückspreis für alle, die erfolgreich an der Aktion teilgenommen haben, Fanartikel von Genshin Impact im Wert von 30 US-Dollar zu bekommen. Werden unter allen Beiträgen, die den Aktionsregeln entsprechen, 10 Beiträge nach dem Zufallsprinzip für den Glückspreis auswählen. Also wirklich jeder, der einfach nur erfolgreich daran teilgenommen hat und nicht zu den 30 Hauptgewinnern zählt, kann hier gewinnen. Also jeder hat eine Chance, auch wenn das Werk vielleicht nicht das allerbeste ist. Was müsst ihr machen? Ihr müsst eben hier bei dem Fanzeichnungswettbewerb mitmachen und das Ganze dann entweder auf Social Media mit den eben hier genannten Hashtags posten und zwingend euch hier anzumelden. Oder ihr geht einfach hier oben auf Bild veröffentlichen, auf Bilder, verfasst einen Beitrag, postet das direkt in diesen Beitrag rein und dann habt ihr auch automatisch an der Aktion teilgenommen, weil die Fanzeichnung dann hier in diesem Beitrag hochgeladen ist und damit die Aktionsbedingungen erfüllt sind. Genau. Man kann eine der beiden Methoden nehmen, also man muss nicht beides machen. Die eingereichten Beiträge müssen sich auf das Thema »Ein Sommer voller Freude« beziehen. Stil und Art der Zeichnung sind nicht beschränkt. Screenshots aus dem Spiel, Fotos von realen Menschen, alte und bereits in vorigen Aktionen verwendete Werke sind als Einreichung ungültig. Die Beiträge für diese Aktion müssen neue Originalwerke, die innerhalb des letzten Monats geschaffen worden sind, sein und eine hohe Vollständigkeit vorweisen, keine unfertigen Skizzen, keine Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop zusammengefügt oder abgeänderte bereits vorhandene Materialien werden akzeptiert. Und es müssen Bilder des Herstellungsprozesses eingereicht werden zusätzlich. Also ich persönlich würde mal sagen, Minimum 5 insgesamt sollten es sein. Das fertige Bild plus 4 Bilder, quasi erste Skizze, zweites definierter, drittes vielleicht Anfang mit den Farben und vierten seid fast fertig. Da vielleicht auch immer die UID dazu schreiben, dass man auch sicher geht, dass es auch, also dass man auch sicherstellt, dass das dann nicht von jemand anderem geklaut werden kann und so. Und diese Bedingung ist ganz, ganz wichtig, weil das macht so gut wie niemand. Also ich weiß es wirklich nicht, ja, weil ich noch nie an so einer Aktion teilgenommen habe. Ich wünschte, ich könnte zeichnen, dann könnte ich es euch vielleicht mal beweisen, weil so einfach ist es dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Aber wenn man hier halbwegs gut zeichnen kann und diese Aktionsregeln hier befolgt, ich sag euch, ihr habt eine verdammt gute Chance, hier wirklich was zu gewinnen. Weil die Beiträge, die ich sehe, die sind zu 99% falsch, weil sie nicht die Aktionsregeln befolgen. Und das sage ich jedes Mal wieder und es frustriert mich fast schon, weil manche Leute wahrscheinlich wirklich das Zeug gezeichnet haben, was sie einreichen. Sie reichen aber nur ein einziges Bild ein und dann kann ja jeder behaupten, dass er das gezeichnet hat. Ja? Also man weiß halt nicht, okay, es sieht wirklich cool aus, es sieht wirklich gut aus. Wenn du das wirklich gezeichnet hast, Mann, dann bist du richtig talentiert. Aber hast du das wirklich gezeichnet? Das weiß man halt nicht. Und ich habe das eigentlich erst ein, zweimal gesehen, dass wirklich jemand diese Bedingungen mit dem Herstellungsprozess erfüllt hat. Und dann sind es meistens auch nur ein, zwei Bilder. Und ich meine, es ist ja ein Prozess. Und ein Prozess besteht aus mehr als zwei, drei Schritten oder zwei Schritten. Also wie gesagt, also ich persönlich, wenn ich wirklich talentiert wäre und das machen könnte, dann würde ich wirklich Minimum 5 Bilder einreichen, weil nur dann würde ich mir persönlich selber sagen, okay, das sollte eigentlich reichen. Damit kann nachvollzogen werden, dass ich das wirklich gemalt habe, gezeichnet habe, was auch immer. Genau, ihr könnt mehrfach an der Aktion teilnehmen, aber maximal einen Preis gewinnen. Alle Plattformen werden zusammengerechnet, man kann auch da nur einen Preis gewinnen. Keine Plagiate, Kopien und so weiter werden natürlich akzeptiert. Und ansonsten hier unten die Belohnung, anderen Bedingungen sind wirklich nur relevant, wenn man auch eine Belohnung gewinnt. Und genau. Hier sieht man schon, hier hat einer direkt drei Sachen hintereinander eingereicht. Das hier dürfte ein Screenshot aus dem Spiel sein wahrscheinlich. Genau. Das ist einfach ein Screenshot aus dem Spiel. Also ihr seht schon, die Leute machen hier einfach irgendwas. Ja. 99%, ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist einfach ein Bild von einem echten Menschen.
Wie gesagt, es frustriert. Es frustriert, es ist wirklich nervig. Vor allem kann ich mir auch vorstellen, für richtige Künstler, die sich hier vielleicht ein bisschen inspirieren wollen. So, wow, was haben andere Leute schon so gezeichnet? In welche Richtung könnte ich gehen oder so? Ja, da sind die Leute so, ich sag wirklich blöd einfach, weil schaut euch mal an, was hier Genshin Impact USA Sommerfestival, hier wird einfach die Einladungskarte reingepostet. Oder hier, Dehia und Diluc, einfach wie sie im Spiel gezogen werden. Das hat erstens nichts mit der Aktion zu tun und zweitens sind das Screenshots aus dem Spiel, wo explizit dabei steht, dass keine Screenshots zählen. Also, ich verstehe es einfach nicht. Das hier jetzt zum Beispiel sieht tatsächlich interessant aus. Ich probiere gerade was wiederzuerkennen. Also, hier ist auf jeden Fall der Wanderer. Ich glaube, das ist Alhatham und Kaveh. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Layla vielleicht? Ja, also das ist zumindest selber gezeichnet wahrscheinlich. Aber Problem? Keine Bilder des Herstellungsprozesses. Keine Bilder des Herstellungsprozesses. Kann nicht gewinnen. Diese Person kann nicht gewinnen, weil er die Bedingungen der Aktion nicht erfüllt. Das heißt, von allen Beiträgen hier ist wahrscheinlich keiner dabei. Na gut, so viele sind es jetzt tatsächlich noch nicht. Wundert mich ehrlich gesagt, das sind gerade mal 20 Stück oder so. Aber von all diesen 20 Leuten kann wahrscheinlich keiner gewinnen, weil keiner alle vier Aktionsregeln beachtet und befolgt hat. Und deswegen mein Rat an euch. Ich meine, es geht hier um 500 US-Dollar. Das sind knapp 500 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Und außerdem ist es auch einfach eine Ehre, wenn man hier gewinnt. Ich meine, da wird man vielleicht sogar ausgestellt und wer weiß, was das alles noch machen könnte, ja. Manchmal hat das ja so einen richtigen Rattenschwanz dann, im positiven Sinne in dem Fall. Also kann ich wirklich nur jedem sagen, der halbwegs zeichnen kann, gebt euch ein bisschen Mühe, macht das, nehmt euch vielleicht auch ein paar Tage mehr Zeit. Das muss ja nicht an einem Tag machen. Man kann ja jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde dran arbeiten, man hat ja ein paar Wochen Zeit. Und so, also, ey, ich würde da jedes Mal alles geben, wenn ich zeichnen könnte. Weil das wirklich, ja, die Konkurrenz. Eigentlich müsste man da wirklich permanent einen Moderator haben, der das permanent rauslöscht. Und dann auch Leute dann quasi für diese Aktionen quasi ausschließt, dass die nicht nochmal was hochladen können in diesem Beitrag. Weil das ist einfach so ein Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Das tut mir richtig weh, wenn man sowas sieht. Und ja. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, wenn ihr wirklich an der Aktion teilnehmt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Ich würde mich riesig über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Road to 1000 Abonnenten sind wir gerade. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.